Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta. Und ich bin wieder in 1648, 30 Jahre Krieg. Unserer Mod von den Frakta zum 30-jährigen Krieg. Und irgendwie ist es schwergängig. Ja gut, im Hintergrund läuft das Programm zum Rendern von Videos. Das scheint ein bisschen Leistung wegzunehmen. Ein bisschen. So, es ist quasi wieder so eine Rundtour beendet. Und jetzt fange ich wieder von vorne an. Quasi. FM Adal hat ja gerade eben noch gelacht in Teamspeak darüber. Ich mache es hier immer so. Ich habe so quasi Fixpunkte. Also Let's Plays, die quasi permanent weiterlaufen. Bis jetzt schon. Wie im 1648, wie die italienischen Kriege und hast jetzt den ja dunkle Schwingen hier, also Westhaus dunkle Schwingen. Und dann ich mache eine Aufnahme, dann mache ich einige Tage andere Spiele, andere Modifikationen und dann kommen wieder eben diese diese Let's Plays Projekte, die da schon laufen. Und jetzt ist ja quasi wieder ein Turnus beendet. Ich habe jetzt wieder verschiedene Spiele und Modifikationen vorgestellt. Jetzt kommen wieder die ich schon laufen lasse. Let's Plays mit mehreren Folgen. Und dann die nächsten Tage werde ich dann wieder neue Spiele vorstellen, Modifikationen. So, jetzt bin ich wieder in 1648 und jetzt habe ich wieder so ein bisschen das Problem, was war zuletzt eigentlich los? Aber ich glaube, ich hatte so einen leichten Hoffnungsfunken. Oder? Also irgendwie hatte ich mich in Ostpreußen nochmal so ein bisschen aufrappeln können und ich habe eben Truppenbewegung gesetzt, um eben nach Scharmeiten reinzugehen. Das Gebiet, also das ist ein litauisches Gebiet, das eben niemals, nee, falsch, niemals stimmt nicht, aber eigentlich die längste Phase nicht vom Deutschen Orden kontrolliert werden konnte. Das ist nur eine relativ kurze Phase, wo sie es wirklich in der Hand haben. Und ansonsten ist ja eigentlich immer so ein kleiner Krieg zwischen den Litauern und eben den Ordensrittern. Und das ist halt hier in der Mod ist das natürlich dann auch Teil eben von Polen-Litauen. So, also wir haben gerade das Ermland eingenommen mit Frauenburg. Und die Truppen sind in Bewegung. Wo sind sie? Ah, da. Schön, dann wollen wir nämlich den Rudniki schlagen. Worte ist vorüber, edler Feind. Und gegen Elbing vorrücken. Und dann hoffentlich uns hier im Osten ein bisschen stärken. So. Hier führen wir Bewegungskrieg gegen die Habsburger. Die Armee hatte ich in Lübeck bis jetzt, gell, was noch übrig ist. Ja, die sind ja ganz schön zusammengehockt. Befehle, Kaiser! So. Ein bisschen Kampfkraft wieder erhalten. Warum mache ich eigentlich hier kein Ausheben? Ah ja, weil ich nichts ausheben kann. Klar, ist ja alles kaputt. Kaputt geschlagen. Also was mir gerade so auffällt, nachdem ich jetzt ja wieder so einen Turnus gemacht habe, also so eine Rundtour durch verschiedene andere Modifikationen und Spiele, also jetzt nicht falsch verstehen, aber das, was wir bei Infractor gemacht haben, das ist schon eigentlich schon eine ganz geile Mod. Also, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, wenn ich das so sage. Ich meine damit nur, ich war halt jetzt jahrelang, also unser Team, ja, und ich höre jetzt im Team, wir waren jetzt wirklich jahrelang mit dieser Mod beschäftigt. Und wenn man ehrlich ist, man hat halt wirklich wenig Zeit, mal nach was anderem zu gucken, andere Spiele oder andere Modifikationen, weil eigentlich die komplette Freizeit geht da drauf. Das ist unheimlich viel Arbeit und da geht wirklich die Freizeit rein. Und dann natürlich spielt man dann auch mal eine Modifikation von jemand anderem, aber dann spielt man auch meistens wirklich nur die man wirklich unbedingt eigentlich mal ausprobieren will. Und das sind halt sowas wie Call of Warhammer oder halt Third Age. Und das sind Top-Mods. Die spielt man und dann denkt man so beim Spiel so, boah, das war sau gut, ja, das war super gute Mods. Und an sonstigen Computerspielen, da bleibt auch nicht viel über, weil es darf halt dann nichts sein, was so zeitintensiv ist, weil man will halt eigentlich modden. Und jetzt eben, wo ich halt beim Modding halt eine doch jetzt längere Pause einlege und eben mich um dieses Infractor Games Archiv kümmere, habe ich eigentlich mal Zeit und Gelegenheit, wirklich mal gemütlich die Rundtour zu machen durch andere Modifikationen, durch Spiele. Und
Und zum ersten Mal habe ich jetzt wirklich mal einen richtig breiten Überblick über die M2-Modifikationen, die es gibt. Und da kann ich jetzt wirklich sagen, klar, es gibt richtig super gute Mods, da die sind schon besser als unsere. Oder wir sind auf einem ähnlichen Niveau. Ja? Aber es gibt auch eine Menge Modifikationen, wo ich sagen würde, ja, ist schon geil, was wir machen, ja. Also jetzt die anderen nicht abwerten, jetzt eine falsche Stil. Aber halt schon, wo man dann so ein bisschen Stolz verspürt. Und denkt so, ja, was wir gemacht haben, die Jahre, das hat schon Hand und Fuß. So, also das nervt mich jetzt mit Tangermünde. Ich habe eigentlich voll Bock, rauszumarschieren und die da wegzujagen. Das mache ich auch. Die nerven mich. Ich will die da weg haben. Ja, mein Kaiser. Ihr rückt aus Salzwedel da ab und ihr rückt vor. Das kostet mir ziemlich zwei Schweinegeld, wenn die nicht mehr in der Stadt stehen, sondern im Feld stehen. Aber das muss es mir wert sein, weil das nervt. Ja, Retrain brauchst du nicht machen. Ja, bauen. In der Altmark jetzt noch ein Gebäude bauen, das ist... Ich habe da ein komisches Gefühl. Ich stecke die Kohle lieber in andere Gebiete. Wobei in der Neumark muss ich auch nichts bauen. Da stehen die Polen vor der Tür. Und die... Das wird heftig, wenn ich die wirklich halten will. Ja, aus Zorndorf die Beute drüber holen. Das ist witzlos. Obwohl Falkenhausen wäre vielleicht froh, wenn er einen hätte. Noch einen, wenn sie nicht viel bringen. Wobei, der belagert jetzt erstmal Schwibus. Ah, wo bleiben denn eigentlich die Uckermärke? Ja, hier stehen Eberswalde. Ja, ob der es rechtzeitig schafft. Wohl. Morgen ziehen wir weiter, mein Kaiser. Heute geht es nicht weiter, mein Kaiser. Könnte knapp werden. Gut, wir machen mal Rundenwechsel. Ich glaube, ich hatte nicht alles erledigt. Und wenn nicht, dann werden wir es eben merken. Ich glaube, Diplomatie braucht mich auch nicht mehr groß kümmern. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele, mit denen ich nicht im Krieg liege. Das gibt's nicht. Echt? Der ist mir nachmarschiert? Der Sack. Ja, scheiße. Okay, ich glaube, meine Lausitzer Armee verliere ich jetzt. Nein, wir werden belagert. Verdammt. Das hätte ich echt nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass der nachmarschiert, um Lücken zu belagern. Ja, immerhin eine gute Ernte. Das wird mir helfen. Aber das ist echt bitter, ey. Das hätte ich nie für möglich geachtet. Verdammt. Und ich Depp hab mich in die Stadt manövriert, wo ich nicht mal, mal Söldner noch ausheben könnte. Mein Kaiser hat euren Untergang verkündet. Die taugen nicht so wirklich viel. Aber die sind gut. Die sind auch gut. Und er hat ein Kavallerieser mehr. Ich habe 4 gute und 6 mittel... Naja, eher schlechte Piken. Keine Schützen und so eine Aufhetzeeinheit und eine Generalskavallerie, die nichts taugt. Und er hat 3 keine schlechten Reiter. 5 gute Piken, 4, naja, Nahkämpfe, die nicht wirklich groß zählen, einen sehr guten Nahkämpfer und auch noch 2 Schützen. Scheiße. Haben wir ein bisschen Glück, stürmt er. Wenn er stürmt, könnte man es vielleicht in Lüppen halten. Küstrien sind Aushebungen, sehr gut. Gut, Prenzlau kann man was bauen. Das liegt noch halbwegs geschützt. Sieht es denn aus? Das bringt ein bisschen was her. So, Frauenburg ist repariert. Ja, mal schwere Reiterei.
Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Piken. Ja, ein paar Nahkämpfer können wir vielleicht auch produzieren mal. Ansonsten. Ist die Kohle schon wieder weg? So, mal gucken, wo sollte Otto hin? Sollte der irgendwo hin? Weiß gar nicht. Heiliger Kaiser? Ja, was machen denn die Kaiser. Polen vor Elbing? Haben die Stress miteinander? Das Lüttenlager, das hab ich mitbekommen. Die Liga. Katholische Liga, Stress mit Protestanten, alliiert. Die sind weder alliiert noch sind sie Feind, sie sind eigentlich neutral. Was machen die vor Elbing? Ja, aber das stört ihn nicht. Ich kann nicht mit ihnen beide gleichzeitig kämpfen. Nehmt die Herausforderung an. Ja, da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf. Ach, das ist jetzt Mist. Wenn ich so umgehe, können die gegen Frauenburg marschieren. Ich rück mal vor und biet ihnen eine Feldschlacht quasi an, wenn ich ihr Gebiet eindringe. Ja. Für das Reich. Verkümmel du dich da für mal lieber. Für das Reich. Ja, marschiert. Geh hier mal nach Trunz rein. So. Ah, immer das elendige herummanövrieren. Was ist denn hier? Da ist nichts Tolles drin. Außerdem für mich nichts mehr, keine Kohle da. Das waren hier mit den Regimentern. Da ist so keine schlechten Truppen drin. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Nimmst du die Garnison von Tilsit, nimmst du mit? Vorwärts! Wer sitzt in den Nebel? Naja, Schrott. Egal, ja, mein Kaiser. Mit. Ja, kann jetzt die Runde eh nichts mehr machen, können ja Taurocken sitzen bleiben. Die Konvention von Taurocken, solltet ihr euch mal googeln, ist wichtig für die deutsche Geschichte. Heiliger Kaiser? So. Ruhm so, und wir mal Ehre dem ein. Reich. Das nervt die garantiert jetzt. Ein ehrenhafter Sieg, mein Kaiser. Für ja, das Reich. Nichts mehr. Verberge unsere Truppen, wie ihr befohlen habt. Voller Stolz, Kaiser. Ja, ja, ja. Heiliger Kaiser, es ist mir eine Ehre, Kaiser. So, die Altenmark greift an. Ah ja, die Uckermärker wollten wir ja sammeln und die Brandenburger. Also, Mittelmärker. Nee, Mittelmark? Heiliger Kaiser. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, edler Kaiser. Schlage das Lager auf, edler Kaiser. Befehle, Kaiser! Ihr wünscht? Vorwärts! Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Ihr wünscht? Befehle, Kaiser! Verbind! Heute ja, das ist aber auch nur auf dem Papier eine gute Armee. Das ist, morgen ziehen wir weiter, naja. Mein Kaiser. Aber immerhin, hier stehen schon bessere Jungs. Ja, komisch, Schwibus hat er aufgegeben, die Belagerung. Ja, mein Kaiser! Jetzt ziehen wir die Garnison ab, wir müssen die nicht umsonst da opfern. Kaiser! Wir schicken den mal kurz raus. Kaiser. Ja, mein Kaiser. Errichte einen Wachposten. Wir müssen ihn in die Angelegenheit bringen. Viel gebracht hat's nicht. Ist ja seltsam. Wir sind die abgerückt. Aber ich will eigentlich mal die nördlichen Garnisonen aufräumen. Ja, mein Kaiser. Das dürfte deutsche Krone sein. Ja, wurscht. Ja gut, wenn ich den hier einfach rausnehme, desertiert er. Kann ich ihn noch drin lassen. Befehle, Kaiser.
Nein, sollen wir mal sagen, das Spiel ist jetzt für Überraschungen gut. Apropos Überraschung, was ist denn hier hinten? Da ist auch noch einer. Für das Reich. Ach, der weiß auch nicht, wohin er will. Ich wüsste aber auch nicht, wo ich den echt rummarschieren lassen könnte, ohne dass er erledigt wird. Da unten vielleicht rein, ein bisschen Glück. Ah, und er bleibt vor Wetzlar. Ja gut, aber Wetzlar ist nicht schlimm. Wetzlar gehört der Union. Den habe ich noch keinen Stress. Aber dass die Hessen mir in den Rücken fallen, das hätte ich auch nie gedacht. Ja, nie hätte ich das von den Hessen gedacht. Ja. Mein Kaiser? Da ist ein Hesse. Ja, seid ihr gekommen, den Kaiser um Vergebung zu bitten? Nein, nur ein Dummkopf. Was für eine Zeitverschwendung. Hessen suchen echt Stress mit uns. Das hätte ich nicht gedacht. Tja. Heiliger Kaiser? Wenn ich jetzt genug Kohle hätte, sind nur 5. Machen wir jetzt auch gerade. Viel Spaß gönnen wir uns. Damit locken wir vielleicht den Kohlen runter. Ja, mein Kaiser. Belagere den Feind. Soll das Reich nun zuschlagen, Kaiser? Also damit könnte man vielleicht weglocken. Man könnte von York vorrücken Elbing nehmen. Vielleicht. Oh, da gab es irgendeinen Stress. Der ist halt beschädigt. Und mal Rundenwechsel. Frankreich ist noch ziemlich ruhig irgendwie. Aha, okay. Er will's wissen. Da wollen wir mal gucken. Wer ist denn eigentlich drin? Oettingen, Oettingen. Naja, dann... Formiert euch, Männer! Stellt euch den Feinden des Kaisers! In der Lausitz geht's ganz schön zur Sache, oder? Also, jetzt habe ich glaube ich schon mehrere Let's Plays nach Gefechten der Lausitz benannt. Auch wenn es jetzt voll klischeehaft ist, aber in Lüppen habe ich von so einem richtig hübschen Mädel so im Straßenstand so eingelegte Gurken gekauft, wie ich dort war. Die hatten so ganz viele verschiedene Sorten eingelegte Gurken mit verschiedenen Aromen und Kräutern und manche eher süß, manche ziemlich scharf. Da habe ich schon ganze Ladungen eingekauft. Ich weiß, das ist Klischee, gell, so an da Gurken zu kaufen. Aber wenn ich schon mal da bin, hab mir die Stadt angeguckt. Mensch, der lädt sich einen ab. Naja gut, wenn ich mir im Hintergrund das andere laufen lasse. So. Ich habe eh keine Schützen da. Da brauchen sie nicht auf den Mauern rumlungern. Können sie im Zentrum. Bei einem werden wir opfern. Den lassen wir. Obwohl wir lassen. Ich glaube, wir opfern den Priester. Obwohl, nee, den nehmen wir mal mit. Man weiß nie, für was man den Priester noch braucht. Du kommst natürlich... Obwohl, dich könnte man eigentlich vorn lassen. Du könntest eigentlich die Türme irgendwie so quasi aktivieren. Obwohl... Brauchen wir gar nicht 1648. Glücklicherweise, stimmt, das hatte ich ja wieder abgeschafft, diesen Unfug, dass da irgendeine Einheit neben dran stehen muss, damit die Türme schießen. Als ob die das nicht schon allein können, also da ist ja so Besatzung drin. Kann man den schon nicht so opfern.
So, roter Adler. Wollen wir mal. Stimmt, ich habe ja noch gar nicht den neuesten Patch drauf, weil mit der neueste Patch wäre halt nicht Safe-Game kompatibel. Da wurde die Reichweite und die Wirkung von den Kanonentürmen wieder verstärkt, weil die halt einfach viel zu schwach gemacht wurden in dem letzten Patch. Das wird nicht auch erklären, warum es warum halt verschieden nicht rumgeflennt wurde. Das wäre viel zu stark, die machen ganze Armeen kaputt. Und dann, wie ich das gespielt habe, war da irgendwie gar nichts. Also hier und da mal schlägt man was ein. Aber so die Riesenwirkung hat das nicht. Ah, oh, cool. Sie haben es aber immerhin geschafft, in einen Rambock kaputt zu machen. Das wird die Österreicher jetzt ein bisschen beschäftigen. Er wurde mit ihren Leitern. Nee, scheiße, jetzt hätte ich natürlich doch die Infanterie vorn lassen können. Weil wenn sie auf den Leitern hochgekrabbelt kommen, da hat man schon eine gute Chance. Scheiße. So schnell kommen meine nicht nach vorn. Bis die vorn sind, sind die Leitern hoch und zum haben dadurch Teufel! Das Tor eingenommen, dann rücken sie auf Leitern an den Mauern! Zeigt im Stahl! Ach Mist. Aber er kann damit rechnen, dass sie es mal ausnahmsweise schaffen, den blöden Rambock kaputt zu kriegen. Schaffen die doch sonst nie die Türme. Die Leitern des Feindes haben unsere Mauern erreicht! Lasst die Schweine für diese Unverschämtheit zahlen! Er schickt seinen italienischen Söldnerreiter mal vor. Ja, also man merkt schon deutlich, dass im Hintergrund noch ein anderes Programm am Werkeln ist. Ja, das ist aber komisch, dass sie da nicht einfach den zweiten Wagen genommen haben. Jetzt bringen sie doch noch den Sturm, den Sturmbock nach vorn. Gut, das ist jetzt der zweite Glückstreffer, den unsere Mauern hingekriegt haben. Die Tore ein. Das könnte auf jeden Fall hilfreich sein.
Na gut, wenn sie so schön eng zusammenstehen, dann können die Kanonen doch noch so ein bisschen wirken. Hat er schon Truppen von 3 Regimentern auf den Wällen? 4 sogar? Ja, aber zahlenmäßig ist halt immer noch überlegen. Man hat den nächsten Bannerträger rumgehauen. Verflucht! Der Feind rammt die Tore ein! Ja, damit sind sie auch schon seit einiger Zeit beschäftigt. Vielleicht sind sie durch. Dann geht's ans Hauen und Stechen bald. Zum Teufel! Der Rambock des Feindes ist durch unsere Tore! Ja, immerhin 12% haben wir umgehauen mit den Kanonentürmen. Das ist eigentlich ganz okay. Verdammt! Unsere Mauern wurden eingenommen! So, Kinder, jetzt geht's gleich ans Hauen und Stechen. Gruppe! Einheiten! Verteidigt die Position! Also was an Feuer einstellen, raffen die nicht. Da kommen sie schon mal. Ihre Reiterei. Die Kürassiere von Piccolomini. Ist ja geil, die gehen in den Nahkampf, oder? Tatsächlich. Ah ne, hauen wieder ab. Das hätte mich auch sehr gewundert, das sind nicht so richtig typische Plänkler-Reiterei. Und vor allem der General von denen ist schon gefallen. Von den Habsburgern. Das hätte mich jetzt auch sehr verwundert, wenn er jetzt einfach mal seine 3 Kürassiere da reinbrettern lässt. Gut, ich muss auch ehrlich zugeben, wir haben den italienischen Reitern eine etwas schwächere Moral gegeben. Ja, es tut mir leid, das konnten wir uns nicht verkneifen. Jetzt aber hier groß, lasst man das Kreuzgurt stehen. Also eigentlich sollten die nämlich so eine moralische Wirkung auf ihre Truppen haben.
Dann haben wir uns nämlich auch gegönnt, die also die protestantischen Fraktionen, also sowohl die Reformierten wie auch die Lutheraner, können eben Reformer, protestantische Reformer mit einem Kreuz bekommen. Und die katholische Seite kann, ich glaube, Jesuiten mit einem Kreuz bekommen, die hinter ihren Truppen stehen, die ganze Zeit brüllen, Dios lo volt! Also, dass die Kirche mitbegeistert am Kriegshetze ist, das hat sich über Jahrhunderte kaum geändert. Die Tage habe ich es mal wieder mitgekriegt, jetzt hat unser Bundespräsidentenpfarrer, hat ja mal wieder vom gerechten Krieg geschwafelt, wenigstens der Papst, obwohl der Jesuit ist, hat dafür wenigstens mal eine Verbindung zwischen dem Wirtschaftssystem und den Kriegen gebracht. Das war schon ein bisschen schlauer. Aber, naja, die protestantischen Kirchen, die haben ja auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg immer ganz gut mitgehetzt. Also gerade im Ersten Weltkrieg haben sie ja noch, 1918 gibt es ja diesen berühmten Satz von, ich glaube, einem Bischof, ein lutheranischer Bischof, der verkündet hat, dass jeder Belgier, der halt erschossen wird von den deutschen Soldaten, jeder deutsche Soldat, der einen belgischen Soldaten tötet, tut damit ein Werk Christi, Jesu Christi Nächstenliebe. Das ist schon ziemlich, ja, da hat jemand, glaube ich, seine eigene Theologie nicht ganz verstanden. Den da nach vorne, seine Dragone schickt in den Nahkampf. Ja gut, Pontalier ist gefallen, der General. Das kann sein, dass er jetzt quasi die KI halt jetzt quasi führerlos ist und deshalb Unfug treibt. Aber die Dragone sind hervorragende, aus kurzer Distanz hervorragende Schützen. Die verheizt man doch nicht, finden. Naja, egal, wie kann es recht sein. So kann ich vielleicht doch noch Lücken halten. Das ist jetzt alles so Vorgeplänkel. Entscheidend wird es, wenn er es schafft, seine Piken nach vorn zu bringen. Okay. Und seine Nahkämpfe. Also ich glaube, nach der Schlacht kann ich auch schon wieder den Cut setzen. Das zieht sich schon wieder dermaßen lange. Vielleicht mache ich die Tage mal mir den Spaß und mache mal wirklich 3 der 4 Folgen 1648 direkt nacheinander weg. Damit wir hier mal vorankommen. Ich glaube, wir sind 18, wir sind, glaube ich, immer noch 16, 19 oder so. Jetzt muss ich 26, ich weiß gar nicht mehr. Ah, jetzt schießen wir. Ja, das käme nicht jetzt auch zu spüren. Jetzt rücken gleich seine eigenen Piken durch ihn rein, dann ist das Feuer nicht mehr so wirkungsvoll. Rennen soll, oder was? Ach jo, oh, geil. Also dann nutzen wir die Gegenheit vielleicht doch. Dann treiben wir sie vielleicht doch aus der Stadt. Wenn die Moral von denen so kaputt ist, dann machen wir jetzt eine richtig schöne, und dann kommt die perfekte Welle. Ja, eine spielende Woge. Jetzt ist Schlammersdorf dann doch stehen geblieben. Und bricht.
Sehr schön. Und wen beziehen die denn eigentlich so prügeln? Das sind immer noch die Dragoner mit ihrem Störfeuer. Was ist das für ein Vorrücken? Das sieht ja aus wie lauter Kinder, die Mikado spielen. Der steht komplett. Ah, okay. Die ersten haben es geschafft, bei den Dragonern einzuschlagen. Ich glaube, zumindest, dass sie das überleben. Aber zumindest binden sie sich schon mal. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark! Der Feind wird besiegt werden! Wieso schafft die KI eigentlich immer, ihre Fernkämpfe weiterfeuern zu lassen, obwohl sie teilweise nahkampfgebunden sind? Und bei mir ist es so, wenn ein einziger meiner Nahkämpfer irgendwie aus Versehen in Nahkämpfer vom Feind berührt, bleibt die komplette Kolonne stehen, gucken dem einen zu beim Kämpfen und keiner schießt mehr. Also irgendwie ist die KI da bevorzugt. Ah, vom Kranner sind 11 Mann mit reingekommen. So, das war's vom Kranner-Regiment. Die Musketiere sind jetzt auch im freien Fall. Das ist natürlich jetzt ein wüstes Hauen und Stechen, aber anders erkenne ich das ja hier gar nicht.
sie dringend vor. Aber noch hält der rote Adler durch und weht, ja. Oh ja, zwei Händler sind jetzt nach vorne gekommen. Ja, aber da ist der Schlammersdorf jetzt auch flieht und nicht nur die Truppen, von denen man es eigentlich erwarten könnte, diese frisch gebackenen Überläufe. Das ist natürlich ein Konzept, das wir da eingebaut haben. Die haben ja ungebrochen die Seiten gewechselt. Im Prinzip, wer gefangen genommen wurde, hat sich dann halt verpflichtet, für die nächste Armee zu kämpfen, weil die Masse dieser Soldaten, also ja, die absolute Masse, waren ja Söldner. Beziehungsweise Zwangsausgehobene, deren Loyalität ja auch nicht vorhanden war. Die wurden ja auch im Prinzip nur, wenn das Haus kaputt ist, die Frau ist tot, die Kinder sind tot, naja, man hockt da, da kommt einer und sagt, hier, ich gebe dir eine Goldmünze, nimm die Pikenmarsch mit. Ja, bevor er jetzt Gras frisst und verhungert oder sich direkt an den nächste Baum hängt, marschiert er halt mit. Und wenn er dann gefangen genommen wurde, dann hat er halt die Seiten gewechselt. Und wir haben permanent, also wir haben unheimlich, also die Quellen, die wir haben, zum Beispiel Tagebücher von diesem einen Mann, der hat eigentlich im Prinzip für jede Seite mal gekämpft, weil dem das letztlich auch wurscht war. Na, Hauptsache, er kommt zu vielleicht ein bisschen Beute beim Plündern und Brandschatzen, vielleicht ein bisschen Sold und ja, was soll er daheim? Er ist alles kaputt. Und diese frisch übergelaufenen, da hat man meistens, die hat man oft in so eigene Einheiten zusammengestellt, die halt eher als unzuverlässig waren, also galten und dann, ja, da haben wir daraus dann auch so Einheiten genommen. Die sind ein bisschen besser als die Miliz, diese einfache, aber auch nicht wirklich viel besser. Aber das Regiment Kracht ist halt auch stark, ja. Dass man eben in den Bereich von Brandenburg ausheben kann. Die zerquetschen das Regiment Schlammersdorf ganz gut. Gut, wir gehen natürlich auch massive bezahlmäßige Überlegenheit hier vor. Ja, die fangen sich halt natürlich jetzt die ganzen Schüsse. Neunte Oberlausitz. Ach, der Pontalier, der stand von Anfang an in der Lausitz für die Habsburger. Auf die Dragoner natürlich mit. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Thank you.
Wo rennen die denn eigentlich hin? Ach, hier ist eine Rampe. Ja, okay. Ja, wie gesagt, die Mauern waren ja leider nicht ganz fertig und also beziehungsweise nicht ganz so fertig, wie sie sein sollten. Da ist nicht eigentlich eine Rampe, wo sie hoch können. Also mit Kanonen, mit Pferden und so. Aber seht, wie unser feiger Feind rennt! Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Ja. Aber wir hatten auch ein Schweineglück, dass der General von der Kanonenkugel erledigt wurde. Sonst hätten wir das nämlich nicht so locker die aus der Stadt treiben können. Also das haben, da haben wir jetzt echt Glück und haben Lübben halten können. Und mal gucken, was mit der Habsburger Armee passiert. Ich habe nicht genug Geld, um neue Söldner auszuheben und nachzustoßen. Verstecken ist ehrlos. Ich bitte um... Das war der Untergang der Feinde des Landes. Oh, das war jetzt gerade so instinktiv, weil ich zuletzt halt Westeros und Toten Warmots gespielt habe, wo man halt Orks gefangen nimmt. Da ist ja so rein so, boah, exekutieren, weg mit. Verdammt, hätte ich jetzt ja doch vielleicht nochmal Kohle für kriegen können. Wir werden belagert! Nee, was? Ach, Krefeld. Ja, okay, das war zu erwarten, dass sie kommen. Der Sack, ey, der Sack! Naja, macht nix. Unsere Siedlung wird bedroht, Kaiser! Wir werden belagert! Mhm, Sachsen geht es... Oh Mann, ey. Die fallen mir alle in den Rücken! Das gibt Rache, die stehen alle auf der Liste. Wartet ihr nur ab, bis ich mich irgendwie wieder fangen kann. Aha. Wo kommt, ach, er hat ja so schnell runterziehen können, der Bäcker. Ach, scheiße. Ja, nee, ich schlag mich garantiert nicht mit dem Bäcker seiner kompletten Truppe. Das Reich wird nicht untergehen. Sammeln! Wow, da kommt der nächste Stack. Auf, wie ihr befohlen habt. Uiuiui. Der von der Wense soll sich schnell verkrümmeln Richtung Elbing und sich mit York zusammenschließen. Ein bisschen Glück. Können zusammen Elbing im Hart schnell nehmen. Naja, das ist ja schnell, aber halbwegs schnell nehmen und sich dann mit den Polen beschäftigen. Mit ein bisschen Glück können wir die Polen voneinander trennen, sodass wir sie einzeln schlagen können. Okay, die Weinernte war schlecht. Gut, das trifft uns jetzt in Brandenburg und Ostpreußen noch nicht so sehr. Wobei damals da auch natürlich noch Wein angebaut wurde. Ah, interessant. Der Jülich-Klevische Krieg. Das hätte quasi genau das Vorläuferkrieg, also beziehungsweise der Vorbote, also daraus hätte sich quasi schon mal entzünden können. Mhm. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ach ja.
Ah nee, halt, ich wollte gar keine Kirchen bauen. Ich habe das ja umgestellt, so dass ich Bibliotheken und sowas baue. Okay, jetzt liegen wir auch mit der Union im Krieg. Ach nee, das kann doch nicht sein. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ich werde das. Tragt vor, was ihr auf dem Herzen habt. Ach nee, ich will keinen angreifen. Der Kaiser wird von eurem beleidigenden... Ich hoffe, jetzt kommt etwas Nützliches. Vergesst die Idee. Dieses Treffen war enttäuschend. Okay. Naja. In einer Welt ohne Freunde kommt es darauf jetzt auch nicht mehr an. Okay, was ist mit den Habsburgern passiert bei Lübben? Die sind irgendwie weg. Wir haben hier verbrannte Erde. Was ist mit Lübben? Lübben auch aufgeben? Oder in der Lausitz weiter operieren? Oettingen. Im Moment würde ich dann dazu tendieren, hier den Raum nicht aufzugeben, sondern in der Lausitz weiter zu operieren und damit ein bisschen auf Trab zu halten. Für das Reich! Für das Reich! So, wir sind über die Oder und haben Güstrin erreicht. Wir rücken mal nach Norden vor. Wir gehen auf die Netze. Ja. Olesch soll gegen Landsberg vorrücken. Auf, edler Kaiser! Und von da aus in den Netze-Distrikt einrücken. Morgen ziehen wir weiter, mein Kaiser. Dann ärgern wir so ein bisschen. Auf dem Weg nach Norden können wir vielleicht auch Kolberg einnehmen. So. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Alter Schlapper, was sind das für Einheiten? Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Nee, die hungern wir aus. Heiliger Kaiser? Ja. Nee, ich lasse den lieber im Süden manövrieren. Was ist das alles? Stellt euch mir im Kampf, wie es die Ehre gebietet. Ich werfe euch den Federhandschuh hin. Nehmt die Herausforderung an. Das sind Posener Verbände. Da die Truppen über die von Posen über die Weichsel geworfen, um jetzt nach Preußen reinzugehen. Ja, wie auch immer, aber der muss weg, der Wense, der kann da nicht stehen bleiben. Ach, scheiße, ey. Das hat ja alles keinen Sinn. Gehen an die Grenze zu York. Und heben Söldner aus. Wir gehen dann auch ins Gebiet von Elbing rein. Mein Kaiser. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Heiliger Kaiser. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Ja, besser. Ja, die sind alle scheiße. Keiner von denen kann führen. Dann lassen wir wen vorn. Von der Wense soll sie weiterführen. Bülow und Auerswald. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Ja, edler Kaiser. Seid so gegrüßt, mein Kaiser. Eigentlich spürt man das komplette Reich. Ding, oder? Aber in Frauenburg? Frauenburg haben ja, wir mein was. Kaiser. Ja. Eine schöne Elite-Reiterei noch rein. Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser. Und einen Nahkämpfer kann er noch kriegen. Verbinden die Truppen. Nehmen wir noch einen aus. Was soll's?
machen. Jetzt kommt es echt drauf an. Jetzt brauchen wir noch nicht mehr irgendwie zu zögern. So, aber hier können wir vielleicht jetzt endlich was annehmen. Ihr seid nicht mein Kaiser. Oh. Der Kaiser brennt darauf, euch im Kampf zu begegnen. Kurländer. Ja, schlecht. Sehr schlecht. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Ja, dann bleiben wir dabei nicht stehen. Dann lassen wir mal die Union irgendwie die Union sein und rücken auf Königsberg wieder ab. Ja. Heute geht es nicht weiter, mein Kaiser. Schlage das Lager auf, edler Kaiser. So, aber vielleicht kann Dach etwas reißen da im Norden. Für das Reich. Ja. Das Mittau. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Belagere den Feind. Soll das Reich Kurland nur zuschlagen, Kaiser? Warum hat denn der kein D? Die Kurländer. Weil wir könnten vielleicht gegen Riga marschieren. Könnten wir hier im Nordosten ansetzen. Ich frage natürlich jetzt die Protestanten damit, aber es ist mir eigentlich verdammt egal. Stellt euch mir im Kampf, wie es die Ehre gebietet. Ah, die schöne Garnison von Kleve. Euer König wird sich gut auf einem Pfahl machen, ausländischer Abschaum. Ja. Das haben die Habsburger in Lübben auch gerade gekrölt. Mal gucken, ob die Holländer es eher durchstehen. Ich respektiere nur Stärke. Und die fehlt euch. Toll. Jetzt ist ja unser General, dem er da eigentlich irgendwie sicheres Gebiet gleiten wollte. Der steht jetzt im Gebiet der Protestantischen Union. Ey, von der... Heiliger Kaiser? Aber ich glaube, ich habe auch niemanden mehr, wo der irgendwie sich in Sicherheit mal begeben könnte. Ja, edler Kaiser. Manchmal unsichtbar irgendwie. Voller Stolz, Kaiser. Es erscheint mir nicht richtig, dass ich das Reich so versteckt. Ja, die Klappe von wegen verstecken. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Wir machen könnten. Wir könnten eine Armee ausheben. Hier sind Komagos, hier sind Liebensteiner. Kohle haben wir eigentlich auch genug. Wir könnten uns die Grafschaft Wied krallen. Wir könnten hier so ein bisschen Guerillakrieg aufbauen. Ich halte zwar eigentlich nichts davon, weitere Fronten aufzumachen, aber jetzt meinen Georg Wilhelm von Brandenburg zu opfern, habe ich halt noch weniger davon. Christi Komagos, die Liebensteiner, es gibt noch Schlammersdorf. Ich denke jetzt auch noch. So, verstecke dich mal weiter. Nächste Runde marschierst du ab. Sehr ärgerlich jedenfalls die Entwicklung mit den Protestantischen. So, Heiliger Kaiser. Die Lagerung heben wir natürlich auf. Wir gucken, dass wir den Kettler für Kurland übergelaufen. Dann auch Hauptleute sind gut. Und dann werfen wir den überhaupt. Da kommt schon der nächste an, marschieren. Also Usi. Mein Kaiser hat euren Untergang verkündet. Ach, halt die Klappe. Dann treiben wir den hier weg und rücken gegen die Belagerer vor, um halt, können wir euch auch gleich machen. Für den Ruhm des Reiches! Verkrümmelt natürlich, sich mein Kaiser, weg. Breche die Belagerung ab. Ein der bleibt stehen. Sieg für das Reich. Interessant. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Ja, komm, er soll mit rausmarschieren. Oh ja, es tut mir jetzt leid, jetzt dauert das Video noch länger. Ja, ihr kommt damit klar. Ja, wir kommen dir klar. Ja, wir machen einfach eine gute alte Stahlwoge auf. Wir haben eh fast nur Nahkämpfe. Ja.
Aber richtig gute Verbände dabei. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Das ist halt der Nachteil von seiner Armee, die hauptsächlich aus Schützen besteht und ein bisschen leichte Infanterie, also Raubhaupt, sind halt, haben halt Pistolen und Rapiere. Also die Gruppe, wo ich schon ein Regiment Raubhaupt da eingestellt habe. Und die können natürlich gegen so eine Wolke, also so eine Woge aus Piken, müssen sie halt sich bewegen, um in Feuerposition wieder zu gelangen. Und solange wir sie halt auf Trab halten können, kommen sie halt nicht zum Schießen. Und wir können sie früher oder später vielleicht irgendwo in die Ecke, in die Enge treiben. Oder in den Nahkampf halt binden und dann zerquetschen. Also. Den seiner Armee fehlt halt jetzt ganz einfach die Piken. Also sein Musketenfeuer natürlich Verluste verursacht. Aber jetzt ist er in Bewegung, kann nichts machen groß. Achso, das waren eh diese Milizen, wo ich in der Stadt hatte. Na, ja, das ist egal. Wir haben die feindliche Armee geschlagen! Ah ja, er flieht, jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen! Hat er so ein bisschen Verluste zugefügt und dann ist er abgehauen. Da rennen sie, Braunschweige. Ja, jetzt sieht man mal, kaum habe ich die Stadt verlassen und operierfrei, kommen sie von alle Seiten angeschossen. Um es zu nutzen. Mir
Hat die KI nur drauf gelauert, dass ich mich bewege? So. Ja. Ist halt geflohen. Und ich hatte halt keine Reiterei dabei, die halt wirklich nachsetzen konnte und sie über den Haufen reiten. Langfristig werde ich gucken, dass ich... es gibt einige gute Nahkampfreitereien im Spiel. Da muss ich aber erstmal hinkommen, wenn wir die Provinz halt kontrollieren oder halt einfach durch die Provinz marschieren, falls er erzählt ist. Das Reich hat seine Überlegenheit durch meine Armeen mal Reiter aufnehmen, die es auch können. Ja. Na egal, auf jeden Fall haben wir die Belagerung aufgehoben und die ziehen sich zurück. Ja, mein Kaiser. Plane einen Hinterhalt. Der Kaiser... Ruhm und Ehre dem Reich! Das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, jetzt wo sie alle da drin hocken. Heiliger Kaiser? Ja, aber... Die Zeit für Worte ist vorüber, edler Feind. Naja, egal. Also ich mache dann hier jetzt den Cut. Das ging jetzt ja echt ewig wieder. Das tut mir furchtbar leid. Aber wenn das macht halt einfach Spaß, hier zu operieren mit den Armeen. Okay, dann aber jetzt wirklich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.